Die Philosophie von uns war von Anfang an, wir mussten die ökologische Alternative suchen. Das war mein Anspruch. Was kann ich kreieren, was so ökologisch ist, wie die Natur ist? Wie können wir die Natur nehmen, so wenig prozessieren und verwandeln, dass ich am Ende ein Produkt habe, was keine Chemikalien hat? Ich gebe ein Beispiel. Ich komme aus Kolumbien und da haben wir ein Produkt, was das Reis ist, ist eine Masse. Und das wird einfach heute noch mit Bananenblättern verpackt, so umgewickelt. Das wird damit transportiert, verkauft in den Point of Sales, in Supermärkte. Da wird da drin gekocht und danach machen wir auf und essen wir auch da drauf. Es ist Natur pur. Ich kann das natürlich wegschmeißen ohne ein schlechtes Gewissen. Es ist überhaupt kein Problem. Und das ist genau, was wir erreichen wollen. Wir nehmen die Natur, der Prozess und von Agrarabfall zur Verpackung. Es ist ein mechanischer Prozess, keine große Kosten, Energie etc. etc. Und das ist genau der Punkt. Back to the roots. Renaturing the world of materials. Wir konzentrieren uns, wo am meisten Sinn macht, ökologischen Sinn. Und die Verpackung ist die Antwort. Stellen wir vor, wir gehen zu einem Supermarkt, kaufen wir Produkte, gehen wir nach Hause und nach 3 Minuten haben wir eine Tüte voll mit Verpackungen. Und die meisten aus Kunststoff. Der wird nicht biologisch aufgebaut oder etwas so. Das bleibt die nächsten tausende Jahre in unserer Welt. Das ist eine Katastrophe. Das müssen wir verändern. Und wie ich immer sage, nicht morgen oder übermorgen, sondern gestern muss das verändert werden. Wichtig dabei ist immer, diese ökologische Gedanken, die Umsetzung, darf nicht teuer sein. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Ökologie ist nicht teuer als die Alternativen, die wir heute benutzen. Sonst werden wir keinen Erfolg haben. Und zu den Firmen, die das kapieren, wird die Zukunft gehören. Und unterdessen ist selbstverständlich Biologisches.